Am ersten Werktag des Jahres schien die Nachrichtenlage am Morgen eher ruhig, bis diese Eilmeldung aus Dänemark kam. 6 Menschen sind bei einem Zugunglück ums Leben gekommen. Es ereignete sich auf der 18 Kilometer langen Störebeltbrücke, die den Westen und Osten Dänemarks miteinander verbindet. Zum Zeitpunkt des Unglücks war die Brücke wegen Sturms für Autos gesperrt. 131 Menschen waren heute früh in dem Schnellzug Aarhus-Kopenhagen, als das Unglück auf der Brücke über den Großen Belt geschah. 6 Tote sind von der Polizei bislang bestätigt worden. 16 Menschen sollen verletzt worden sein. Zur Unfallursache äußert sich die Polizei noch nicht. Wir können noch nicht sagen, was genau passiert ist. Wir fordern alle Menschen aus dem Zug auf, sich bei uns zu melden und ihre Angehörigen zu informieren. Das hilft uns sehr. Laut Medienberichten löste ein heftiger Sturm Deckplanen und andere Gegenstände von einem Güterzug, der dem Schnellzug auf der Brücke entgegenkam. Diese Gegenstände trafen den Schnellzug und verursachten seine Notbremsung. Seit gestern war die Brücke immer wieder gesperrt gewesen, wegen des Sturms, der auch jetzt noch über den Großen Belt fegt.